Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Heute testen wir die neue LE, Sister Love LE von Catrice und Essence. Also heute testen wir den Essence-Teil und zwar haben die ja mit Disney was rausgebracht und zwar die Up, also oben, der Film-Kollektion. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe ein paar Produkte gekauft und die testen wir jetzt im Gesicht. Ihr seht ja, was ich ungefähr schon drauf habe und was noch kommen könnte. Eins weg, das Produkt habe ich jetzt eben schon für die Foundation getestet. Also das war der Schwamm, so sah die Verpackung davon aus. Und der ist wirklich groß, also wenn ihr meine Hand daneben seht. Das ist wirklich kein kleiner Schwamm. Ich finde ihn ganz süß. So sieht er übrigens von nahen aus. Genau. Er würde noch ein bisschen weicher gehen, finde ich. Aber es ist okay. Ich hatte schon lange keine mehr von Catrice und Essence. Und die sind auf jeden Fall besser geworden über die Jahre. Aber ein bisschen weicher wäre es noch besser. Ich mag allerdings auch wirklich so große Schwämme. Ich finde das total cool. Hab gerne mal so einen da. Und den können wir gleich, glaube ich, nochmal verwenden. Und ein Produkt zeige ich euch noch. Weil das werde ich in diesem Video nicht testen können, weil ich einen Flüssig-Highlighter gleich verwende und den möchte ich nicht mit diesem Pinsel auftragen. Das ist einer der Pinsel und sieht der nicht schön aus. Den musste ich einfach haben. Ich finde den so schön hier mit den Ballons. Genau, würde ich dann hier so als Highlighter-Pinsel nehmen. Die von Essence sind eigentlich immer gut. Die von Catrice meine ich auch. Aber gerade die Pinsel von Essence finde ich immer sehr, sehr gut. Und der musste mit in die Sammlung, ganz klar. So, ich glaube, wir fangen diesmal ganz untypisch für mich mit dem Highlighter an und machen jetzt erstmal so ein bisschen den Teint fertig. Da habe ich den Liquid Highlighter genommen. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich dachte eigentlich, kann es sein, es waren zwei Blushes, die in diesem Design kommen und ein Highlighter, richtig? Blush habe ich jetzt irgendwie nicht genommen. Ich habe das irgendwie übersehen und habe mir jetzt nur einen davon geschnappt und das ist halt dieser Highlighter. Ich hoffe, dass der mir passt. Ich meine, wie gesagt, es gab nur den 01 Joyful Ride. Der kommt so, also kann man hier schön rausdrücken. So sieht das Ganze aus. Und ich trage mir das jetzt erst mit dem Finger ein bisschen auf und verblende das dann mit dem Schwamm. So hatte ich es auf jeden Fall vor. Gucken wir mal. Ich hole euch ein bisschen näher ran. Mach die Haare ein wenig zur Seite. Könnte, ja, geht, glaube ich. Ja, wir gucken mal, wie es aussieht. Ich tupfe das jetzt einfach mal so auf. So, so, so. Und verblende das jetzt ein bisschen mit dem Schwämmchen. Ganz vorsichtig. Ja, ich glaube, der könnte ein Tucken zu dunkel theoretisch schon für mich sein, weil ich ja wirklich sehr, sehr hell bin. Aber ich glaube, es geht noch. Vielleicht für den Sommer ist der ganz okay. Aber ich finde, der sieht ganz schön aus. Ich kann mir den auch sehr natürlich vorstellen, auch gerade vielleicht im Sommer, dass man gar nicht so viel andere Sachen aufträgt, sondern wirklich nur diesen Highlighter mit anderen Cremeprodukten. Das könnte, glaube ich, ganz schön sein. Er ist jetzt nicht extrem, aber er ist da. Ich hoffe, ihr seht das. Ist halt von den Lichtverhältnissen hier noch ein bisschen schwieriger. Ich sehe ihn auf jeden Fall, aber dezenter. Aber das finde ich auch nicht unbedingt schlecht. Auf der Seite kommt ein bisschen mehr Licht. Da probieren wir das Ganze nochmal. Lässt sich ganz gut einarbeiten, würde ich sagen. Auf der Seite könnt ihr jetzt, glaube ich, den Schein ziemlich gut sehen, weil, wie gesagt, von da kommt ein bisschen mehr Licht. Ich finde es schön. Ich denke, den werde ich öfter benutzen. Mir gefällt das Finish. Doch. Das ist ein Produkt, was mir jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefällt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weiter zu benutzen. So, jetzt geht es weiter mit dem Augen-Make-up. Da habe ich die Palette mitgenommen. Es gibt zwei Stück. Ich habe diese hier genommen. Ich habe den Film oben nie gesehen, also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Auf den anderen war dieser ältere Mann drauf, was ich eigentlich cooler fand. Aber die war halt, glaube ich, sehr nude und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Hier ist es so ein bisschen erhaben mit den Luftballons, also ein bisschen 3D-mäßig. Finde ich sehr, sehr cool, finde ich sehr hübsch. Und hat die eine Nummer, wie heißt die? 02 Wilderness Explorer. Und die ist nämlich, warte, ich mache euch jetzt einmal die Folie ab, damit ihr es besser seht. Die hat nämlich grüne Farben. Hier ist übrigens ein Spiegel. Und so sieht die Palette von den Farben aus. Fand ich einfach spannender als die andere.
Ich denke, die werde ich mehr benutzen. Und ich bin nicht mehr so, dass ich mir wirklich jede Palette aus so einer LE kaufen muss. Habe ich früher gerne gemacht, aber inzwischen muss es nicht mehr sein, glaube ich. Die hat übrigens 12 Farben und der hier ist wieder ein Cake Eyeliner. Den könnt ihr also mit Wasser aktivieren und dann benutzen. Ja, und zudem benutze ich jetzt gleich den zweiten Pinsel, den Augenpinsel, den es noch gab. Den habe ich mir auch gekauft. Ist so ein schöner Blendepinsel, der aber nicht zu fluffig ist. Also ich glaube, damit kann ich gut jetzt gleich das, den Ton so auftragen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich habe noch gar keinen Plan, aber ich werde als erstes die Farbe Explorer hier nehmen. Gehe da mit dem Pinsel rein und es kommt wirklich gut Pigment drauf. Ich klopfe das einmal ein bisschen ab. Und gebe das hier in die Crease. Wow. Und das sieht doch ganz gut aus, oder? Also bis jetzt gefällt mir das schon mal. Der erste Ton. Ich ziehe den Ton schon ein bisschen höher zur Braue hin, weil ich möchte auch wirklich, dass man den gleich noch schön sehen kann. Genau den Ton trage ich auch am unteren Augenwinkel, also am Wimpernkranz meine ich auf. Und ich hoffe, es ist nicht nur dieser Ton, aber der gefällt mir wirklich gut. Ich meine, ihr seht es ja selbst, damit kann man wirklich gut arbeiten. Ich habe viel Pigment, obwohl ich es abklopfe. Es krümelt nichts, was ich auch gut finde. Der Ton, der gefällt mir richtig gut in der Palette. Wow. Richtig, richtig schön. Der Pinsel übrigens ist auch sehr, sehr gut. Der gefällt mir. Gerade so zum Paar beauftragen. Natürlich kann man damit auch noch ein bisschen blenden. Aber ja, da kommt gut was mit aufs Lid. Jetzt verwende ich für außen den Ton Kompass. Das ist dieser hier. Da gehe ich mit einem anderen Pinsel rein, klopfe das wieder ab und trage das hier außen ein wenig auf. Einfach ein bisschen zum Schattieren. Auch das hat sehr, sehr gut geklappt und sie ließen sich sehr gut ineinander blenden. So, und jetzt nehmen wir einfach nur einen Schimmerton und da würde ich natürlich jetzt ein bisschen ins Grün gehen, weil ich jetzt so ein bisschen das Grün ausgeklammert habe und dabei geht es ja darin, sage ich mal, so ein bisschen in der Palette. Und dafür nehme ich, ich glaube, außen nehme ich ab und gehe innen mit Early Bird rein. Nehme ich einfach den Finger für, tupft mir das ein bisschen auf und der ist wunderschön. Er ist wunderschön, wow. Also ich muss sagen, die Palettenqualität gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Das ist wirklich die tolle Essensqualität, kann man sagen. Da lässt sich sehr gut mitarbeiten. Also wenn ihr überlegt, kann ich euch empfehlen, euch die Palette mal anzuschauen. Das sieht sehr, sehr schön bis jetzt aus. Jetzt den anderen Ton gehe ich nach innen mit. Und blende es einfach mit den Fingern ein bisschen über, damit es einfach ein bisschen ombremäßig verläuft. Und gibt es einfach auch in meinen Innenwinkel rein. Dafür ist der Ton, glaube ich, ganz schön. Und zack. So sieht das Ganze aus und es gefällt mir mega. Ich liebe den Look. Ich habe es jetzt nicht super ordentlich gemacht, ne? Das sei dazu gesagt. Ich habe es jetzt schnell gemacht, einfach um es zu testen, hier die Palette. Und ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, wenn die jetzt das Cover verdeckt hätten und ich würde die Palette benutzen, würde ich nicht sagen, das ist Essence. Da bin ich ehrlich. Also ich finde schon, dass es auch was Hochwertigeres, also eine hochwertigere Marke sein könnte. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, wie die Haltbarkeit ist. Mag sein, dass die ein bisschen schlechter ist, aber weiß ich natürlich noch nicht. Aber soweit, so gut. Sollte mir irgendwas ganz Komisches noch auffallen bei all den Produkten nachher im Laufe des Tages, würde ich euch das reinschreiben nachträglich. Aber wenn nicht, dann war das wohl ganz in Ordnung. So, ich schwinge gerade den Rest fertig und gleich kommen wir nochmal zum Schluss zu den Lippen und da bin ich gespannt drauf. So, ich habe jetzt einen Lidstrich gezogen. Ich habe jetzt nicht den Cake Liner benutzt. Kann ich wann anders vielleicht mal machen.
Normalerweise finde ich die ganz in Ordnung. Also es gab es ja schon in den vorherigen Sister Love Paletten und die waren jetzt nie schlecht. Also die kann man auf jeden Fall gut nutzen. Habe ich jetzt einfach nicht genutzt. Genau, dann habe ich noch Wimperntusche gemacht und dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Bei den Lippen gab es Glitter Switch Liquid Lipsticks. Das bedeutet, man trägt sich den auf. Und wenn man die Lippen aufeinander presst so, dann kommt da immer mehr Glitzer normalerweise zum Vorschein. Das probieren wir aus. Davon gab es, glaube ich, 3 Farben. Ich habe jetzt eine genommen, die, glaube ich, am wenigsten zu diesem Look passt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist die Farbe, die mich einfach am meisten angesprochen hat. Und ja, ich habe, glaube ich, den meisten Nutzen daraus. Und zwar ist es hier dieser Rotton. Ich mag das einfach sehr gerne. Das ist die Farbe 03 Over the Horizon. So. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, ich habe jetzt keinen Lip Liner oder so. Ich trage das jetzt einfach mal auf und wir gucken mal, wie das so wird. Das sieht schon mal gut aus. So sieht das Ganze jetzt aufgetragen aus. Da sieht man noch nicht ganz so viel von dem Glitzer und jetzt werde ich das mal probieren. Ein bisschen. Also ich hätte mir jetzt den Effekt krasser vorgestellt. Und hier habe ich es ein bisschen jetzt missgebaut, aber ist egal. Also ein bisschen goldener Glitzer ist damit drin, ungefähr wie hier in der Kappe. Also der Deckel, ich weiß nicht, kommt das in der Kamera rüber? Hat so ein bisschen Gold mit drauf und so könnt ihr euch das auch vorstellen, bloß nicht so intensiv. Also ich glaube von weit weg, ich weiß nicht, von hier seht ihr das garantiert nicht. Aber wenn ihr jetzt richtig nah vor mir werdet, ich weiß auch nicht, ob die Kamera das auffängt. Wundert euch nicht, ich habe es nicht so perfekt gerade aufgetragen, beziehungsweise kam das dadurch, dass es noch nicht trocken war und ich gerade die Lippen aufeinander gepresst habe. Ich glaube, man kann es nicht so sehen. Ich sehe es ein bisschen im Spiegel, dass da so ein paar Partikel sind. Aber nicht extrem. Ich finde den Lippenstift irgendwie voll cool für Weihnachten, weil das goldener Glitzer halt auch noch ist. Mir gefällt er. Ich muss auch nicht die ganze Lippe voller Glitzer haben. Das finde ich nicht schlimm. Ich liebe einfach rote Liquid Lipsticks. Und dementsprechend finde ich das nicht so schlimm und werde ihn so oder so tragen. Jo, ich finde ihn schön. Wenn ihr jetzt eine Glitzerbombe oder so erwartet, das ist es nicht. Kann ich euch sagen. Jedenfalls nicht diese Farbe, die ich habe. Aber, soweit so gut. Ich probiere mal das einmal auf meinem Handrücken. Ganz bisschen färbt er ab noch, aber ich denke, das ist okay. Soweit so gut, das waren jetzt die Produkte aus der Oben LE von Essence und ich muss sagen, mir hat nichts schlecht gefallen und das ist doch super. Ich meine, es gab schon genug mal LEs von Essence, meistens Catrice tatsächlich eher, die einfach nicht gut waren und wo Produkte wirklich schlecht waren. Hier, von den Produkten, die ich jetzt getestet habe, kann ich bis jetzt nichts negativ sagen. Außer halt für die Leute, die wirklich einen Glitter-Switch erwarten, da hatte ich schon mal bessere. Also wenn man wirklich dieses Glitzer haben will, da gab es schon mal bessere. Das tut er nicht so extrem, wie man es denken würde eventuell. Was ich aber nicht schlimm finde. Der Highlighter ist schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Lidschattenpalette war mega, die Pinsel bisher sind super, der Schwamm, ich finde den Beauty Blender besser, aber der kostet natürlich auch viel, viel mehr. Ich bin auch damit zufrieden und werde den weiter benutzen. So, das sind die Produkte, die ich hier habe, die ich testen konnte mit euch. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, es wird dann bald noch das Catrice-Video folgen, nur werde ich das natürlich nicht heute drehen. Ich habe keinen Bock, mich extra nochmal abzuschminken, das kommt dann die Tage. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann!